Der Supermond ist ein faszinierendes astronomisches Ereignis, das auftritt, wenn der Mond sich an seinem nächsten Punkt zur Erde in seiner Umlaufbahn, dem Perigäum, befindet, wodurch er größer und heller erscheint als gewöhnlich. Dieses Phänomen kann mehrmals im Jahr vorkommen, aber wenn es mit einem Vollmond zusammenfällt, schafft es ein auffälliges visuelles Spektakel, das die Aufmerksamkeit von Himmelsbeobachtern und Gelegenheitsbeobachtern gleichermaßen auf sich zieht. Der Begriff Supermond wurde in den letzten Jahren populär gemacht, aber das Konzept ist seit Jahrhunderten bekannt, wobei verschiedene Kulturen diesem himmlischen Ereignis unterschiedliche Bedeutungen und Bedeutungen zuschreiben. Unter den bemerkenswertesten Supermonden ist der Jägermond, der typischerweise im Oktober aufgeht, nach dem Erntemond. Dieser spezielle Vollmond hat tiefe Wurzeln in der Tradition, da es historisch gesehen eine Zeit war, in der Jäger sich auf die Wintermonate vorbereiteten, indem sie Nahrung jagten und sammelten. Der Jägermond symbolisiert nicht nur die wechselnden Jahreszeiten, sondern auch die Gelegenheit zur persönlichen Entwicklung und Reflexion. Während der Mond den Nachthimmel erleuchtet, dient er als Erinnerung, nach innen zu schauen und unsere eigenen Reisen zu bewerten, uns zu ermutigen, Veränderungen anzunehmen und Absichten für die kommenden Monate zu setzen. Die Energie des Jägermondes kann für die Selbstentdeckung genutzt werden, die es Individuen ermöglicht, sich mit ihrem inneren Selbst zu verbinden und Bereiche in ihrem Leben zu identifizieren, die Aufmerksamkeit oder Transformation benötigen. Diese Zeit ist ideal zum Setzen von Zielen, zum Loslassen alter Gewohnheiten und zur Einladung neuer Chancen in unser Leben. Während wir tiefer in die Bedeutung des Supermondes eintauchen, wird es wichtig, praktische Möglichkeiten zu erkunden, um seine Energie zu nutzen. Rituale oder Praktiken während dieser Zeit können unsere Absichten verstärken und uns helfen, uns mit dem mächtigen Einfluss des Mondes in Einklang zu bringen. Einfache Aktivitäten wie das Führen eines Journals, Meditieren oder das Erstellen von Vision Boards können eine tiefere Verbindung zu unseren Bestrebungen und Wünschen fördern. Außerdem kann das Verbringen von Zeit in der Natur unter dem Licht des Supermondes unser Gefühl der Erdung und Klarheit verbessern. Ob durch einen stillen Moment der Reflexion oder ein aktives Streben nach unseren Zielen, der Supermond bietet eine einzigartige Gelegenheit, seine Energie für die persönliche Entwicklung zu nutzen. Während wir uns darauf vorbereiten, diese praktischen Methoden zu erkunden, ist es wichtig zu erinnern, dass der Supermond nicht nur ein visuelles Wunder ist. Er ist ein kraftvolles Symbol für Transformation und Wachstum, das uns einlädt, die Veränderungen in unserem Leben anzunehmen und mutig in die Zukunft zu treten. Indem wir die Bedeutung des Jägermondes und des Supermondphänomens verstehen, können wir das Potenzial, das es für unsere persönlichen Reisen birgt, besser schätzen. Ein Supermond ist ein astronomisches Ereignis, das auftritt, wenn der Mond seinen nächsten Punkt zur Erde in seiner elliptischen Umlaufbahn erreicht, eine Position, die als Perigäum bekannt ist. Diese Nähe kann den Mond auf etwa 226.000 Meilen von unserem Planeten bringen, deutlich näher als die durchschnittliche Entfernung von etwa 238,855 Meilen. Infolgedessen kann der Mond während eines Supermondes bis zu 14% größer und 30% heller erscheinen, als wenn er sich an seinem weitesten Punkt, dem Apogeum, befindet. Dieser auffällige Unterschied in Größe und Helligkeit macht den Supermond zu einem faszinierenden Anblick am Nachthimmel, oft dazu anregend, dass Menschen nach draußen treten und ehrfürchtig nach oben schauen. Die verbesserte Sichtbarkeit des Mondes während dieses Ereignisses kann einen atemberaubenden Hintergrund für verschiedene nächtliche Aktivitäten schaffen, vom Sterngucken bis zur Fotografie, da sein leuchtender Schein ein magisches Licht über die Landschaft wirft. Der Supermond ist nicht nur ein visuelles Spektakel. Er hat auch bedeutende emotionale und spirituelle Implikationen für jene, die ihn erleben. Viele Kulturen im Laufe der Geschichte haben den Mond verehrt und ihn mit verschiedenen Aspekten des Lebens in Verbindung gebracht, einschließlich Fruchtbarkeit, Intuition und emotionalem Wohlbefinden. Der Supermond wird besonders oft als eine Zeit erhöhter Energie und Potenzial angesehen, die Einzelpersonen ermutigt, über ihr Leben und ihre Bestrebungen nachzudenken. Die erhöhte Helligkeit des Mondes kann Gefühle von Inspiration und Motivation hervorrufen, die die Menschen dazu anregen, Absichten zu setzen oder Dinge loszulassen, die ihnen nicht mehr dienen. Dieses Phänomen kann als kraftvolle Erinnerung
an die zyklische Natur des Lebens dienen und uns dazu drängen, den Wandel und das Wachstum zu umarmen. Ein Supermond zu beobachten, kann auch ein Gefühl der Verbindung zum Universum schaffen, da es uns einlädt, über unseren Platz im Kosmos nachzudenken. Viele Menschen finden, dass die Erfahrung, einen Supermond zu beobachten, zu Momenten der Introspektion und Klarheit führen kann, wodurch sie auf ihre innere Weisheit und Intuition zugreifen können. Die emotionale Resonanz dieses Ereignisses kann tiefgreifend sein, da sie uns ermutigt, unsere persönlichen Ziele mit den natürlichen Rhythmen des Universums in Einklang zu bringen. Im Wesentlichen dient der Supermond als Brücke zwischen dem Himmlischen und dem Erden, die uns an die Schönheit und das Geheimnis erinnert, die über unser alltägliches Leben hinaus existieren. Wenn wir zum Supermond aufblicken, werden wir an die Weite des Universums und unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erinnert. Dieses himmlische Ereignis lädt uns ein, innezuhalten, nachzudenken und die Möglichkeiten zu umarmen, die vor uns liegen, wodurch es zu einem bedeutenden Moment für persönliches und kollektives Wachstum wird. Letztendlich ist der Supermond nicht nur ein astronomisches Ereignis. Er ist eine Quelle der Inspiration und ein Katalysator für Transformation, der uns ermutigt, seine Energie für unsere eigenen Reisen zu nutzen. Dr. Joe Dispenza ist ein renommierter Neurowissenschaftler, Autor und Redner, der seine Karriere der Erforschung der tiefen Verbindung zwischen Geist, Körper und Universum gewidmet hat. Seine Arbeit betont die Kraft der Absicht und der Energie bei der Gestaltung unserer Realität und zieht Prinzipien aus der Quantenphysik, Neurowissenschaften und Spiritualität heran. Dispenza stellt die These auf, dass unsere Gedanken und Absichten nicht nur abstrakte Konzepte sind, sie sind mächtige Kräfte, die unsere Erfahrungen und Ergebnisse beeinflussen können. Durch seine Forschung und Lehre ermutigt er Einzelpersonen, die Kraft ihres Geistes zu nutzen, um bedeutende Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken. Eines der Kernprinzipien von Dispenzas Philosophie ist, dass wir durch Fokussierung unserer Absichten und die Ausrichtung unserer Energie auf die gewünschten Ergebnisse unsere Ziele und Träume manifestieren können. Er betont die Wichtigkeit, über einschränkende Glaubenssätze und emotionale Muster hinauszugehen, die uns zurückhalten könnten, und plädiert für einen Bewusstseinswandel, der größere Möglichkeiten zulässt. Dieser transformative Prozess umfasst nicht nur Visualisierung und Meditation, sondern auch ein tiefes Verständnis dafür, wie unsere Gedanken und Gefühle unsere physische Realität beeinflussen können. Die erhöhten Energien, die mit einem Supermond verbunden sind, bieten eine einzigartige Gelegenheit, diese Prinzipien zu verstärken. Während eines Supermondes schafft die Nähe des Mondes zur Erde eine energetische Umgebung, von der viele glauben, dass sie unsere Fähigkeit verbessert, Absichten zu setzen und unsere Wünsche zu manifestieren. Die erhöhte Helligkeit und Größe des Mondes dienen als kraftvolle Erinnerung an das Potenzial für Transformation und Wachstum. Dispenzas Lehren harmonieren wunderbar mit diesem himmlischen Ereignis, da er Einzelpersonen ermutigt, die Energie des Supermondes zu nutzen, um ihre Absichten zu fokussieren und ihre Vibrationsfrequenz zu erhöhen. Indem wir dies tun, können wir auf die universelle Energie zugreifen, die uns umgibt, und uns mit den Veränderungen in Einklang bringen, die wir in unserem Leben sehen wollen. Wenn die Betrachtenden darüber nachdenken, wie sie diese Prinzipien anwenden können, ist es wichtig, über ihre eigenen Absichten und Wünsche nachzudenken. Was möchtest du in deinem Leben manifestieren? Wie kannst du die Energie des Supermondes nutzen, um deine Ziele zu unterstützen? Praktiken wie Meditation, Journaling oder das Erstellen von Vision Boards während dieser Zeit können helfen, deine Absichten zu klären und einen kraftvollen Kurs für die Manifestation zu setzen. Außerdem kann es hilfreich sein, sich unter dem Licht des Supermondes mit der Natur zu verbinden, um dein Gefühl von Erdung und Einklang mit dem Universum zu verstärken, indem sie die Einsichten von Dr. Dispenza zu Absicht und Energie annehmen, können Einzelpersonen sich selbst ermächtigen, die Realität zu erschaffen, die sie sich wünschen. Der Supermond dient als Katalysator für diesen Prozess und lädt uns ein, über unsere Bestrebungen nachzudenken und konkrete Schritte zu unternehmen, um sie zu erreichen. Letztendlich bietet die Kombination aus Dispenzas Lehren und der Energie des Supermonds eine tiefgreifende Gelegenheit für persönliche Transformation und Wachstum, die uns ermutigt, in unsere Kraft zu treten
und die Möglichkeiten zu akzeptieren, die vor uns liegen. Die Nutzung des Supermonds für persönliche Transformation kann eine kraftvolle und bereichernde Erfahrung sein, die eine einzigartige Gelegenheit bietet, sich mit seiner erhöhten Energie zu verbinden und deine Absichten mit dem Universum in Einklang zu bringen. Eine der effektivsten Methoden, um diese Energie zu nutzen, ist die Meditation. Um dich mit der Energie des Supermonds zu verbinden, finde einen ruhigen Ort, an dem du bequem sitzen kannst, vorzugsweise im Freien unter dem Mondlicht. Beginne mit tiefen, beruhigenden Atemzügen, um dich zu zentrieren. Während du atmest, visualisiere das strahlende Licht des Mondes, das dich umhüllt und dich mit Wärme und Klarheit erfüllt. Konzentriere dich auf die Energie des Supermonds. Lass sie über dich hinwegströmen und spüre ein Gefühl der Verbundenheit mit dem Kosmos. Du kannst auch geführte Meditationen einbeziehen, die speziell für lunare Energie entworfen wurden, die dir helfen können, deine Erfahrung zu vertiefen und deine Fähigkeit zu verbessern, Einsichten und Inspiration zu empfangen. Neben der Meditation sind Visualisierungstechniken essentiell für die Manifestation von Absichten in dieser kraftvollen Zeit. Sobald du dich mit der Energie des Supermonds verbunden hast, nimm dir einen Moment Zeit, um klar zu definieren, was du in deinem Leben manifestieren möchtest. Visualisiere deine Ziele, als ob sie bereits in Erfüllung gegangen wären. Stelle dir vor, wie du deine gewünschte Realität lebst und beziehe alle deine Sinne ein, um die Erfahrung so lebendig wie möglich zu machen. Stelle dir die Gefühle von Freude, Erfüllung und Dankbarkeit vor, die mit dem Erreichen deiner Absichten einhergehen. Diese Praxis hilft nicht nur, deine Wünsche zu festigen, sondern bringt auch deine Energie mit der Frequenz dessen in Einklang, was du anziehen möchtest. Die Energie des Supermonds kann diese Visualisierungen verstärken und sie kraftvoller und effektiver machen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Nutzung des Supermonds für persönliche Transformation ist das Journaling. Das Aufschreiben deiner Gedanken, Gefühle und Absichten kann Klarheit und Fokus bringen. Beginne mit der Reflexion darüber, was du loslassen und was du in dein Leben einladen möchtest. Nutze den Supermond als symbolische Zeit, um alte Muster, Überzeugungen oder Emotionen loszulassen, die dir nicht mehr dienen. Sei beim Schreiben spezifisch in Bezug auf deine Absichten. Statt vager Aussagen, formuliere klare und umsetzbare Ziele. Zum Beispiel könntest du anstatt zu sagen, ich möchte glücklicher sein, schreiben, ich habe die Absicht, Freude zu kultivieren, indem ich täglich Dankbarkeit praktiziere. Diese Klarheit wird dir helfen, fokussiert und motiviert zu bleiben, während du auf deine Ziele hinarbeitest. Klare Absichten während des Supermonds zu setzen, ist entscheidend für persönliche Transformation. Nimm dir Zeit, um eine Liste deiner Absichten zu erstellen und platziere sie an einem sichtbaren Ort, wie auf deinem Altar oder in deinem Journal. Dies dient als ständige Erinnerung an deine Ziele und hält dich in Einklang mit deinen Wünschen, während du dich mit Meditation, Visualisierung und Journaling beschäftigst. Denke daran, dass der Supermond ein kraftvoller Verbündeter auf deinem Weg der Transformation ist. Indem du aktiv an diesen Praktiken teilnimmst, kannst du seine Energie nutzen, um deine Träume zu manifestieren und bedeutsame Veränderungen in deinem Leben zu schaffen. Nutze diese Gelegenheit, um dich mit dem Universum zu verbinden und in deine Kraft zu treten, während der Supermond dich auf deinem Weg des persönlichen Wachstums leitet. Der Supermond ist nicht nur ein atemberaubendes visuelles Phänomen, sondern auch ein kraftvoller Katalysator für emotionale Erfahrungen. Seine Nähe zur Erde kann Emotionen und Gefühle verstärken und oft zugrunde liegende Probleme ans Licht bringen. Viele Menschen berichten in dieser Zeit von erhöhter Sensibilität und erleben eine Palette von Emotionen, von Freude und Inspiration bis zu Angst und Traurigkeit. Diese emotionale Intensität kann dem gravitativen Einfluss des Mondes zugeschrieben werden, der die Gezeiten unserer Körper beeinflusst, ähnlich wie er die Ozeane beeinflusst. Infolgedessen kann der Supermond Gefühle wecken, die möglicherweise schlummerten, und uns dazu anregen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen und sie zu verarbeiten. Obwohl dies eine herausfordernde Erfahrung sein kann, bietet es auch die Gelegenheit zu tiefgreifendem persönlichem Wachstum und Selbsterkenntnis. Um die emotionalen Schwankungen, die während eines Supermondes auftreten können, effektiv zu bewältigen, können Erdungstechniken äußerst vorteilhaft sein. Erdung hilft, dich im gegenwärtigen Moment zu verankern und Stabilität
inmitten emotionaler Turbulenzen zu bieten. Eine einfache Technik besteht darin, tiefes Atmen zu praktizieren. Finde einen ruhigen Ort. Schließe deine Augen und atme langsam und tief. Atme tief durch die Nase ein, lasse deinen Bauch sich ausdehnen und atme dann langsam durch den Mund aus. Visualisiere deinen Atem als eine beruhigende Welle, die über dich hinwegwächst und hilft, Spannungen oder Ängste abzubauen. Eine weitere Erdungsmethode besteht darin, dich mit der Natur zu verbinden. Verbringe Zeit im Freien, sei es barfuß auf dem Gras zu laufen, unter einem Baum zu sitzen oder einfach die Schönheit um dich herum zu beobachten. Diese Verbindung zur Erde kann dir helfen, dich zentrierter und ausgeglichener zu fühlen, was dir ermöglicht, deine Emotionen effektiver zu verarbeiten. Neben Erdungstechniken ist es wichtig, die emotionalen Einblicke, die während des Supermondes entstehen, als Chancen für Wachstum zu akzeptieren. Anstatt diese Gefühle zu widerstehen oder zu unterdrücken, erkenne sie an und erkunde ihre Ursprünge. Journaling kann ein kraftvolles Werkzeug für diesen Prozess sein. Schreibe deine Gedanken und Emotionen auf und reflektiere darüber, was sie über deinen aktuellen Zustand offenbaren. Stelle dir Fragen wie: Was versucht dieses Gefühl mir beizubringen? Oder wie kann ich diesen Einblick nutzen, um mein Leben zu verbessern? Indem du auf diese Weise mit deinen Emotionen umgehst, kannst du sie in wertvolle Lektionen verwandeln, die zu deiner persönlichen Entwicklung beitragen. Darüber hinaus ziehe in Betracht, deine Gefühle mit vertrauenswürdigen Freunden oder Familienmitgliedern zu besprechen. Das Teilen deiner Erfahrungen kann zusätzliche Perspektiven und Unterstützung bieten, um dir zu helfen, das emotionale Terrain effektiver zu navigieren. Denke daran, dass der Supermond eine Zeit erhöhter Energie ist und obwohl er Herausforderungen mit sich bringen mag, bietet er auch das Potenzial für Transformation. Deine Emotionen anzunehmen und sie als Führer zu nutzen, kann zu größerem Selbstbewusstsein und Resilienz führen. Letztendlich können die emotionalen Auswirkungen des Supermondes tiefgreifend sein, aber mit den richtigen Werkzeugen und Denkweisen kannst du diese Schwankungen bewältigen und sie in Wachstumschancen verwandeln. Durch das Praktizieren von Erdungstechniken, das Einlassen auf Selbstreflexion und das Annehmen der entstehenden Einblicke kannst du diese kraftvolle Zeit mit Anmut und Absicht navigieren. Lass den Supermond deinen Weg erleuchten und dich zu tieferem Verständnis und persönlicher Evolution führen. Neuroplastizität, die bemerkenswerte Fähigkeit des Gehirns, sich im Laufe unseres Lebens zu verändern und anzupassen, spielt eine entscheidende Rolle in der persönlichen Transformation, insbesondere während bedeutender Ereignisse wie dem Supermond. Dieses Phänomen bezieht sich auf die Fähigkeit des Gehirns, sich durch das Bilden neuer neuronaler Verbindungen als Reaktion auf Lernen, Erfahrung und Umweltveränderungen neu zu organisieren. Wenn wir neue Erfahrungen machen oder neue Verhaltensweisen annehmen, kann unser Gehirn sich physisch verändern, sodass wir neue Gewohnheiten und Perspektiven entwickeln. Diese Anpassungsfähigkeit ist entscheidend für persönliches Wachstum, da sie es uns ermöglicht, uns von einschränkenden Glaubenssätzen und Mustern zu befreien, die uns zurückgehalten haben könnten. Die Energie des Supermondes kann als kraftvoller Katalysator für diesen Transformationsprozess dienen. Während eines Supermondes erfahren viele Menschen erhöhte Emotionen und gesteigerte Motivation, was eine ideale Umgebung für den Beginn von Veränderungen schafft. Die leuchtende Präsenz des Mondes kann uns dazu inspirieren, über unser Leben nachzudenken und Bereiche zu identifizieren, in denen wir wachsen oder uns verbessern möchten. Durch die Nutzung dieser Energie können wir Absichten setzen und uns verpflichten, neue Gewohnheiten zu entwickeln, die mit unseren Zielen übereinstimmen. Wenn Sie beispielsweise danach streben, eine positivere Denkweise zu fördern, kann der Supermond den Impuls geben, mit Dankbarkeit oder Achtsamkeit zu beginnen. Wenn Sie sich auf diese neuen Praktiken einlassen, beginnt Ihr Gehirn neue neuronale Pfade zu schaffen, die die Verhaltensweisen verstärken, die Ihre Transformation unterstützen. Das Bilden neuer Gewohnheiten ist jedoch nicht immer ein geradliniger Prozess. Es erfordert Ausdauer und Hingabe, insbesondere wenn es darum geht, alte Muster zu ändern, die tief verwurzelt sein können. Die Neuroplastizität ermöglicht Veränderung, bedeutet aber auch, dass unser Gehirn leicht zu vertrauten Gewohnheiten zurückkehren kann, wenn wir nicht aktiv daran arbeiten, neue aufrechtzuerhalten. Hier kommt die Bedeutung von Konsistenz ins Spiel. Während des Supermonds, während Sie Ihre Absichten setzen und sich auf Ihre Reise der Transformation begeben,
ist es entscheidend, sich ihren Zielen verpflichtet zu fühlen. Eine Routine zu etablieren, die ihre neuen Gewohnheiten integriert, kann helfen, diese Veränderungen in ihrem Gehirn zu festigen. Zum Beispiel, wenn sie daran arbeiten, ihre körperliche Gesundheit zu verbessern, kann die Erstellung eines regelmäßigen Trainingsplans oder die Planung von Mahlzeiten ihr Engagement für diesen neuen Lebensstil verstärken. Zudem kann das Feiern kleiner Siege auf dem Weg ihre Motivation steigern und die positiven Veränderungen, die sie vornehmen, verstärken. Ihren Fortschritt anzuerkennen, egal wie geringfügig, kann dazu beitragen, die neuronalen Pfade zu stärken, die mit ihren neuen Gewohnheiten verbunden sind, wodurch es einfacher wird, sie langfristig aufrechtzuerhalten. Der Supermond dient als Erinnerung an die zyklische Natur von Wachstum und Transformation und ermutigt uns, die Reise anzunehmen und in unseren Bemühungen beständig zu bleiben. Zusammenfassend spielt die Neuroplastizität eine wesentliche Rolle bei der persönlichen Transformation während des Supermonds, indem sie es unseren Gehirnen ermöglicht, sich durch neue Erfahrungen anzupassen und zu verändern. Die Energie des Supermonds kann uns inspirieren, Absichten zu setzen und neue Gewohnheiten zu bilden, während Ausdauer entscheidend ist, um alte Muster zu überwinden. Indem wir uns diesem Prozess verpflichten und die Gelegenheiten für Wachstum annehmen, die sich ergeben, können wir die Kraft der Neuroplastizität nutzen, um nachhaltige Veränderungen in unserem Leben zu schaffen. Der Supermond erhellt nicht nur den Nachthimmel, sondern erleuchtet auch den Weg zu unserer persönlichen Evolution und lädt uns ein, das transformative Potenzial in uns selbst anzunehmen. Veränderung ist ein wesentlicher Aspekt des Lebens, und sie zu akzeptieren, kann zu tiefgreifendem persönlichem Wachstum und Transformation führen. Die zyklische Natur der Veränderung spiegelt sich wunderschön in den Phasen des Mondes wider, der in einem kontinuierlichen Zyklus zunimmt und abnimmt. So wie der Mond von neu zu voll und wieder zurückwechselt, wird unser Leben von Phasen des Wachstums, des Rückgangs, der Erneuerung und der Reflexion geprägt. Jede Phase des Mondes dient als Erinnerung, dass Veränderung nicht nur natürlich, sondern auch entscheidend für unsere Entwicklung ist. Der Neumond symbolisiert neue Anfänge und Möglichkeiten, während der Vollmond die Vollendung und Erfüllung repräsentiert. Diese Zyklen zu erkennen, kann uns helfen zu verstehen, dass Veränderung konstant ist und jede Phase ihre eigenen einzigartigen Geschenke und Lektionen mit sich bringt. Während wir durch die Übergänge des Lebens navigieren, ist es entscheidend, Anpassungsfähigkeit und Achtsamkeit zu entwickeln. Veränderung kann oft mit Unsicherheit und Unbehagen einhergehen, was viele dazu bringt, sie abzulehnen. Indem wir jedoch Achtsamkeit praktizieren, können wir lernen, in diesen Übergangszeiten präsent und geerdet zu bleiben. Achtsamkeit ermutigt uns, unsere Gedanken und Gefühle ohne Urteil zu beobachten, was es uns ermöglicht, auf Veränderungen mit größerer Klarheit und Resilienz zu reagieren. Wenn wir Veränderungen mit einem offenen Herzen und der Bereitschaft zur Anpassung begegnen, schaffen wir Raum für neue Möglichkeiten. Diese Anpassungsfähigkeit hilft uns nicht nur, mit Herausforderungen umzugehen, sondern ermächtigt uns auch, Gelegenheiten zu ergreifen, die aus unerwarteten Umständen entstehen können. Veränderung zu akzeptieren, öffnet auch die Tür zu bedeutendem persönlichem Wachstum. Wenn wir den Wandel willkommen heißen, erlauben wir uns, aus unseren Komfortzonen auszutreten und neue Erfahrungen zu erkunden. Diese Erkundung kann zur Entdeckung verborgener Stärken, Talente und Leidenschaften führen, die wir ansonsten vielleicht nicht erkannt hätten. Jeder Übergang bietet die Möglichkeit, mehr über uns selbst und die Welt um uns herum zu lernen. Zum Beispiel kann ein Karrierewechsel zur Entwicklung neuer Fähigkeiten führen, während ein Umzug uns mit vielfältigen Kulturen und Perspektiven bekannt machen kann. Indem wir Veränderung als Katalysator für Wachstum betrachten, können wir unsere Denkweise von Angst in Begeisterung und Neugier umwandeln. Darüber hinaus kann das Potenzial für Wachstum, das aus der Annahme von Veränderungen hervorgeht, transformativ sein. Wenn wir das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit loslassen, öffnen wir uns für den Fluss des Lebens. Dieser Fluss ermöglicht es uns, uns an neue Umstände anzupassen und zu vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch wenn der Weg nach vorne unklar ist. Der Supermond mit seiner kraftvollen Energie erinnert uns daran, dass Veränderung nicht nur unvermeidlich, sondern auch ein wesentlicher Teil unserer Reise ist. Er ermutigt uns, über unser Leben nachzudenken und die Veränderungen, die auf uns zukommen, willkommen zu heißen. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass das Willkommenheißen von Veränderung als natürlichen Teil des Lebens zu tiefgreifenden persönlichen Transformationen führen kann, indem wir die zyklische Natur des Wandels anerkennen, Anpassungsfähigkeit und Achtsamkeit kultivieren und das Potenzial für Wachstum annehmen, können wir die Übergänge des Lebens mit Anmut und Zuversicht meistern. So wie der Mond den Nachthimmel erleuchtet, kann der Wandel unsere Wege erhellen und uns zu neuen Horizonten und Möglichkeiten der Selbstentdeckung führen. Umarmt den Wandel, denn es sind diese Übergänge, durch die wir wirklich lebendig werden und uns zu den besten Versionen unserer selbst entwickeln. Während wir uns darauf vorbereiten, uns mit der kraftvollen Energie des Supermonds zu verbinden, lasst uns einen Moment Zeit nehmen, um in eine beruhigende Meditationspraxis einzutauchen. Diese Meditation wird dich durch einen Prozess der Erdung, Visualisierung und emotionalen Heilung führen, sodass du die Energie des Mondes für persönliche Transformation nutzen kannst. Finde einen ruhigen Ort, an dem du bequem sitzen oder liegen kannst, frei von Ablenkungen. Wenn möglich, positioniere dich an einem Ort, von dem aus du den Mond sehen kannst, oder stelle dir einfach sein strahlendes Licht vor, das dich umgibt. Schritt 1. Zentriere deinen Atem. Beginne, indem du deine Augen schließt und tief durch die Nase einatmest, sodass sich dein Bauch vollständig ausdehnt. Halte diesen Atemzug einen Moment lang an und atme dann langsam durch den Mund aus, während du jegliche Anspannung oder Stress loslässt. Wiederhole dieses tiefe Atmen für einige Zyklen. Atme tief ein und vollständig aus. Bei jedem Atemzug fühlst du, wie du entspannter und zentrierter wirst und dein Körper in die Oberfläche unter dir sinkt. Schritt 2. Erdung. Jetzt visualisiere Wurzeln, die von der Basis deiner Wirbelsäule in die Erde wachsen und dich fest mit dem Boden verankern. Stelle dir vor, wie diese Wurzeln nahrhafte Energie aus der Erde aufnehmen, die deinen Körper mit Wärme und Stabilität füllt. Während du atmest, fühle diese Energie durch dich fließen, die dich mit der natürlichen Welt und dem Universum um dich herum verbindet. Lass dieses Erdungsgefühl dir ein Gefühl von Frieden und Sicherheit bringen. Schritt 3. Verbindung mit dem Supermond. Bringe nun dein Bewusstsein zum Supermond. Visualisiere sein helles, leuchtendes Licht, das auf dich herniederstrahlt und dich in einer sanften, leuchtenden Aura umhüllt. Stelle dir vor, wie dieses Licht dein Herz und deinen Geist erfüllt, deine Absichten und Wünsche erleuchtet. Während du in der Energie des Mondes schwelgst, nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was du in deinem Leben verwirklichen möchtest. Es könnte ein Ziel, ein Gefühl oder eine Veränderung sein, die du annehmen möchtest. Schritt 4. Visualisierung für Absichten und Heilung. Visualisiere nun deine Absichten, als ob sie bereits in deinem Leben wahr werden. Stelle dir vor, wie du deine gewünschte Realität lebst und die Emotionen fühlst, die mit der Verwirklichung deiner Ziele verbunden sind. Lass diese Visualisierung lebendig und detailliert werden, indem du all deine Sinne einsetzt. Während sie dies tun, laden sie auch alle Emotionen ein, die heilsam sein müssen, an die Oberfläche zu kommen. Anerkennen Sie diese Gefühle ohne Urteil und stellen Sie sich vor, dass das Licht des Mondes sanft über Sie hinweggleitet, Trost und Heilung bringt. Visualisieren Sie, wie sich diese Emotionen in positive Energie verwandeln, die es Ihnen ermöglicht, das loszulassen, was Ihnen nicht mehr dient. Schritt 5. Meditation abschließen. Während Sie sich darauf vorbereiten, Ihre Meditation abzuschließen, atmen Sie ein paar Mal tief durch und verankern Sie sich erneut im gegenwärtigen Moment. Bringen Sie langsam Ihr Bewusstsein zurück in Ihre Umgebung. Spüren Sie die Oberfläche unter Ihnen und die Luft um Sie herum. Wenn Sie bereit sind, öffnen Sie sanft Ihre Augen, während Sie die Energie und Einsichten aus dieser Meditation in Ihr tägliches Leben tragen. Denken Sie daran, dass die Energie des Supermondes Ihnen jederzeit zur Verfügung steht. Lassen Sie sich davon inspirieren, Maßnahmen in Richtung Ihrer Absichten zu ergreifen und die Veränderungen, die auf Sie zukommen, anzunehmen. Indem Sie diese Praxis in Ihre Routine integrieren, können Sie weiterhin mit der transformierenden Kraft des Supermondes verbinden, persönliches Wachstum und emotionale Heilung fördern. Umarmen Sie diese Reise und lassen Sie sich vom Mond zu Ihrem höchsten Potenzial führen. Während wir unsere Erkundung des Supermondes und seiner tiefen Bedeutung abschließen, lassen Sie uns die wichtigsten besprochenen Punkte zusammenfassen und über das Potenzial nachdenken, das er für persönliches Wachstum birgt. Der Supermond,
mit seiner auffälligen Helligkeit und Nähe zur Erde, dient als kraftvolle Erinnerung an die zyklische Natur des Lebens und die Chancen auf Transformation, die während dieser zellularen Ereignisse entstehen. Indem wir die Energie des Supermondes nutzen, können wir Absichten setzen, emotionale Heilung erfahren und die Veränderungen annehmen, die auf uns zukommen. Diese Zeit geht nicht nur darum, ein schönes Phänomen zu beobachten. Es geht darum, das Potenzial für Wachstum und Selbstentdeckung zu erkennen, das es bietet. Während unserer Diskussion haben wir verschiedene Praktiken hervorgehoben, um sich mit der Energie des Supermondes zu verbinden, einschließlich Meditation, Visualisierung und Journaling. Diese Techniken befähigen uns, über unsere Wünsche nachzudenken, das loszulassen, was uns nicht mehr dient, und neue Gewohnheiten zu entwickeln, die mit unseren Zielen übereinstimmen. Indem wir die emotionalen Einsichten annehmen, die in dieser Zeit entstehen, können wir Herausforderungen in Chancen für persönliche Entwicklung verwandeln. Der Supermond ermutigt uns, Veränderungen als natürlichen Teil des Lebens willkommen zu heißen und erinnert uns daran, dass jeder Übergang zu größerem Selbstbewusstsein und Resilienz führen kann. Jetzt laden wir Sie ein, sich mit unserer Gemeinschaft zu verbinden und Ihre Reise der persönlichen Transformation fortzusetzen. Wenn Sie diesen Inhalt wertvoll fanden, ziehen Sie bitte in Betracht, unseren Kanal zu abonnieren. Durch das Abonnieren bleiben Sie über zukünftige Videos informiert, die tiefer in Themen rund um persönliches Wachstum, Achtsamkeit und die Kraft der Absicht eintauchen. Ihre Unterstützung hilft uns dabei, mehr Inhalte zu erstellen, die inspirieren und Menschen auf ihren Reisen empowern. Darüber hinaus ermutigen wir Sie, dieses Video zu liken und es mit Freunden und Familie zu teilen, die von den Einsichten, die wir besprochen haben, profitieren könnten. Dieses Wissen zu teilen kann bedeutungsvolle Gespräche fördern und andere ermutigen, ihre eigenen Verbindungen mit dem Supermond und seiner Energie zu erkunden. Gemeinsam können wir eine unterstützende Gemeinschaft schaffen, die Wachstum und Transformation annimmt. Wir laden Sie auch ein, verwandte Themen und Praktiken auf unserem Kanal zu erkunden, von geführten Meditationen bis hin zu Diskussionen über Achtsamkeit und emotionale Heilung gibt es eine Fülle von Inhalten, die Ihre persönliche Reise unterstützen. Egal, ob Sie Ihr Verständnis von Neuroplastizität vertiefen, mehr über die Mondphasen erfahren oder neue Techniken zum Setzen von Absichten entdecken möchten, wir haben für jeden etwas dabei. Zusammenfassend ist der Supermond ein kraftvolles Symbol für Transformation und Wachstum, das uns die Chance bietet, uns mit unseren Absichten zu verbinden und Veränderungen anzunehmen. Durch die Auseinandersetzung mit unseren Inhalten können Sie weiterhin diese Themen erkunden und ein tieferes Verständnis für sich selbst und das Universum um Sie herum entwickeln. Danke, dass Sie sich uns auf dieser Reise angeschlossen haben, und wir freuen uns darauf, Sie in unserem nächsten Video wiederzusehen, während wir weiterhin die transformative Kraft des Supermondes und darüber hinaus erkunden.